Lena träumt, was die Zukunft ihr bringt. Von der Freiheit im Wind, von der Sonne am Meer. Lena reitet immer schneller, das Glück hört auf den Namen Mistral. Mistral? Sieh her. Dir wird nichts geschehen. Lauf, Mistral. Zeig mir doch mal, was du so drauf hast. Na hopp, schön traben. Na los. Mistral? Na komm, traben. So ist es gut. Du bist ein braves Pferd. Was ist denn los? Hast du was gehört? Halt die Klappe, Bonbon. Du wirst uns verraten. Aha, du bist also Lenas große Hoffnung für die nächsten Rennen, ja? Ach, Hilfe! Meine Mutter ist einverstanden. Jetzt haben wir bald eine eigene Ranch, nur für uns. Und mit uns meint sie auch dich, Karamell. Bleibt auf dem Teppich. Noch hat Lena nicht mit ihren Eltern gesprochen. Und abgesehen davon wartet da noch eine Heidenarbeit auf uns. Die macht sich nicht von selbst. Hey, das weiß ich doch. Guten Tag, Mademoiselle. Guten Tag. Gehört das Pferd Ihnen? Könnten Sie uns bitte die Eigentumsurkunde für ihn zeigen? Ich hab sie nicht dabei. Wieso denn? Es wurde Anzeige erstattet. Jemand wurde vor kurzem von einem Pferd angegriffen, dessen Beschreibung ziemlich genau auf Ihr Tier passt. Erlauben Sie, dass wir seine Identität prüfen? Ja, sicher doch. Ganz ruhig, Mistral. Sie wollen dir nichts Böses. Hey, Lena, was ist denn los? Alles in Ordnung? Es hat überhaupt keinen Chip. Ihr Pferd hätte erfasst werden müssen, bevor es 3 Monate alt war. Es ist illegal, ist Ihnen das klar? Schon, aber es ist... Das Pferd gehört Ihnen gar nicht, habe ich recht? Doch, oder nein. Ich werde es Ihnen erklären. Oh, ups. Entschuldigung, hallo? Mistral! Oh nein! Er hat sich erschreckt, er hat sich einfach nur erschreckt. Halt, gehen Sie bitte sofort zur Seite. Wir werden das Pferd mitnehmen. Monsieur Steiner, wir brauchen Sie. Da sind ein paar Polizisten, die Lenas Pferd abholen wollen. Sie sind auf der Ranch. Lenas Pferd? Was? Ich erzähl's Ihnen unterwegs. Es ist dringend. Schnell! Hören Sie auf! Hören Sie doch auf! Lassen Sie mich das machen! Bitte hören Sie auf! Hey, aufhören! Was machen Sie denn da? Dieses Pferd steht unter meiner Verantwortung. Unter Ihrer Verantwortung? Aber es scheint herumzustreunen und Leute anzugreifen. Es wurde sogar Anzeige erstattet. Hören Sie, ich bin Tierarzt. Ich habe dieses herrenlose Pferd übernommen und muss es erst noch untersuchen. Verzeihen Sie, dass es ausgerissen ist. Das wird nicht wieder vorkommen. Wir werden dafür sorgen. Er ist nicht gefährlich, nur sehr ängstlich. Seien Sie beruhigt. Das Pferd wird gut behandelt werden. Kommen Sie wegen der Formalitäten bitte später auf die Wache. Oh, Papa, vielen Dank. Danke, danke. So, und jetzt wirst du mir mal verraten, wo du diese... Wow! Lena trabt und galoppiert und redet mit den stolzen Tieren. Für Lena ist das völlig normal. Lena lacht, die Welt wird heller. Lena reitet immer...